Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video, diesmal wieder Filme und Serien. Ich habe ja vorhin einen Monat nicht gemacht, weil es war einfach nicht genug da, wo man hätte was machen können. Wir haben drei Sachen geguckt und es wäre einfach zu wenig gewesen. Durch den Umzug und alle drum und dran ist da halt ein bisschen was liegen geblieben. Aber diesmal haben wir was mehr, also ganz viel TV auch diesmal. Ich habe auch... Ja, wo habe ich denn die DVD hin gemacht? Ah, hier. Die Blu-ray. Die haben wir uns geholt. Die steht auch schon auf der Liste, aber wir haben es gestern nicht geschafft, die zu gucken. Also Molly's Game. Alles auf eine Karte. Das ist irgendwie nach einer echten Begebenheit irgendwie. Das werdet ihr den nächsten Monat sehen. Oder vielleicht mache ich ein separates Video dazu. Ich weiß es nicht. Ja. Aber steht halt schon mal auf der Liste, weil aber wir eigentlich gestern gucken wollten. Aber da haben wir Timeless geguckt. So, also, ich fange jetzt wie immer an. Ich erzähle euch erstmal die Kategorien, die wir haben. Und das, was ich euch jetzt sage, das findet ihr auch 1:1 in der Videobeschreibung. Meist da auch mit Links. Also, wir fangen an mit TV, dann kommt Blu-rays und DVDs, dann kommt Amazon. Da fangen wir an mit Filme, dann Serien, dann kommt Netflix. Auch wieder anfangen mit Filme und dann Serien. Und das war's. So, also, im TV haben wir geguckt, Lethal Weapon Staffel 2. Sind wir jetzt auch fertig? Die Serie ist immer noch gut, oder Schatzi? Aber das Ende, also soll jetzt wohl nicht weitergehen. Das Ende ist absolut beschissen. Absolut beschissen. Wir haben uns da ein bisschen, weil ich will euch auch nicht so viel spoilern. Das Ende so an sich, es fängt echt geil an, wo du denkst, Mann, das ist ein Ende für eine Serie. Das lohnt sich, das ist geil. Und dann passiert was und wo du sagst, ey, scheiße, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann nicht so enden. Das ist doch scheiße. Aber naja. Wer noch nicht geguckt hat, guckt euch Lethal Weapon an. Ist echt geil. Dann haben wir auf Sat 1 geguckt, Genial daneben. Aber nur das eine. Also da gibt es jetzt Genial daneben und Genial daneben das Quiz. Das hat meine Frau mir erzählt. Das wusste ich nicht. Ich wusste nur von Genial daneben, dass es wiederkommt. Bei Quiz machen die... Macht das Publikum mit oder was ist da? Ja? Okay, da macht irgendwie Publikum mit. Kommt ab Montag. Ab Montag kommt das? Jeden Tag 19 Uhr auf Sat.1. Jeden Tag 19 Uhr auf Sat.1. Mhm. Okay, da werden wir mal ringucken, oder Hase? Mhm. Also ringucken werden wir auf jeden Fall. Dann habe ich Legion weitergeguckt. Also ich bin immer noch nicht weiter. Ich gucke vielleicht eine Folge im Monat und komme einfach nicht dazu, weil Frau mag das nicht. Das ist ihr zu abstrakt und so komische Macht. Und warum reden die so komisch? Warum sehen die komisch aus? Und was macht der da? Und deswegen habe ich gesagt, guckst du lieber denn, wenn Frau im Bett ist und so. Und da war meistens irgendwas gucken zum Einschlafen und Doku und ich damit einschlafe. Ja, deswegen zieht sich das ein bisschen hin. Dann haben wir geguckt, Criminal Minds, 2-3 Mal oder so war. Ja, 2-3 Mal abends beim Einschlafen. Also, wenn Frau hat sie geguckt, wenn ich gestreamt habe und dann bin ich mit dazu ins Bett und hab mich hingelegt und hab dann halt 1-2 Folgen mitgeguckt. Ja. Dann, genau wie mit Dr. House, da war genau das gleiche. Frauchen guckt ja immer richtig TV, echte TV. Ja, und da habe ich dann halt 1-2 Folgen mitgeguckt. Dann live aus dem Bundestag heißt das, glaube ich. Ich wusste jetzt nicht genau, wie es heißt. Das kommt immer auf Phoenix und da berichten sie live aus dem Bundestag, machen sie ganzen Debatten und so was live. Und da gucken wir eigentlich, wenn wir dazu kommen, regelmäßig. Oder auch dank meiner Yamaha Musicast mache ich das dann halt hier an, Fernseh, und sage dann halt von der Soundbar, soll es dann auch weiter auf Küche, auf Badezimmer und dann kann man das beim Putzen hören und dann... Ja, hier eine Box, da und dann hört man das halt gut und dann kann man dabei putzen. Dann haben wir geguckt, Martin Rütter. Martin Rütter haben wir aber 2-mal geguckt, Hase. Wir haben nicht nur Nachsitzen geguckt, wir haben das andere auch geguckt. Bin mir aber nicht sicher. Das kam auf RTL. Und dann haben wir noch geguckt, Kristall kam auch nochmal auf RTL, war? Ja, auch nochmal auf RTL. Also Selfie an Mutti, da hoffe ich, dass Kristall da echt mal was Neues bringt. Das wäre schon richtig geil. Dann hat Frauchen geguckt, hier Biete Rostlaube, Suche Traumauto. Da habe ich ein paar Mal mitgeguckt mit der Panayotta. Ich kannte das ja auch, finde ich auch ganz gut. Dann Nachsitzen, Promis zurück auf der Schulbank. Da war Kristall echt gut, da war Kristall wieder mit bei. Ja, dann, was haben wir noch? Hot oder Schrott, also das war das auf Vox, war, wo sie da die Allestester-Dings da bumst, aber ja. Achso, habe ich auch hingeschrieben, die Allestester. Ja, das war sehr lustig. Dann hat Frauchen geguckt, Ab ins Beet. Da habe ich mal 1 oder 2 Folgen mitgeguckt.
War auch ein bisschen lustig. Aber ich bin nicht so der Real-Fernsehfreund. Wegen der Werbung. Wegen der Werbung, ja. Realtime geht mir scheiße, geht mir richtig auf den Sack. Real-Fernseh. Ich gucke Fire TV und Netflix und live. YouTube und du halt Live-TV. Frauchen immer Live-TV. Das ist. Aber ist nicht meins. So, dann habe ich hier bei Blu-rays halt und Moddys Game alles auf einer Karte. Das habe ich aber, wie gesagt, noch nicht geguckt. Das wollten wir eigentlich gestern gucken, aber mit Timeless hat das alles ein bisschen sich gezogen und deswegen sind wir nicht dazu gekommen. So, dann haben wir geguckt, jetzt kommen wir zu Amazon Filme. Hänsel vs. Gretel. Versus, ja, das war, also wir haben geguckt, wie viel haben wir geguckt, 10 Minuten? Nein. 10 Minuten. Nicht mal. Haben wir ausgemacht. Schrott. Absolut. Schrott. Das B-Movie-mäßig gemacht. Die Kommentare waren scheiße. Wie es aufgebaut war, war scheiße. Hat uns genervt. Haben wir gleich weggeschalten. Dann haben wir was anderes geguckt, weil es sich cool anhörte. Avengers Grimm. Ja. Eine Schlacht, die... Ja. Keine Ahnung. Das war... Kann man dazu was Nettes sagen? Kaspar van Dien war mit bei, der von Starship Troopers. Sagt Frauchen, der sah gut aus, aber das ist das Einzige, was uns dazu einfällt, was gut ist. Es ist so B-Movie-mäßig gemacht. Es ist, ich weiß es nicht, die Low Optik. Was? Low Budget. Ja, also die Szenen, alt wie aufgebaut war, total oldschool. Das sah aus wie mit einer Kamera aufgenommen. Die Story, die wir die ersten 10 Minuten mitgekriegt haben, war langweilig. Mhm. Aber dann haben wir es ausgemacht. Dann habe ich mal geguckt, hatte, glaube ich, bei Amazon hat es auch nur 2 Sterne gekriegt. Nicht mal, 1,5 Sterne, glaube ich, so ja nur. Also kann ich euch nicht empfehlen. Absolut schreckliche Filme. Dann kommen wir zu den Serien. Also das war das Einzige, was wir an Filmen bei Amazon geguckt. Nee, Quatsch, da fehlt noch was. Moment, Leute. So, ich muss mal kurz Pause machen. Ich habe nämlich bemerkt, hier ist mir in meiner Liste was verschoben. Und zwar, wir haben nämlich noch einen Film geguckt. Den muss ich hier gerade mal in die Liste wieder reinmachen. Der war nämlich bei Serien drin. Und zwar Kochen ist Chefsache mit, wie heißt denn der Franz Mann? Keine Ahnung, du hast das so. Oh, Mensch, na, der Renault... Der von Purpurn im Flüsse. Jean Reno. Der auch bei Wasabi mit bei war. Mit Jean Reno, da ist er Chefkoch und dann kommt ein anderer dazu und kann man nicht so viel verraten. Der fliegt überall raus und dann macht er Maler und da dann guckt es euch an. Es ist lustig. Und selbst meine Frau fand es lustig. Oder? Mhm. Ja. Kann ich euch nur empfehlen. Also manchmal machen die Franzacken auch gute Filme. Also, ein Frauchen hat gesagt, ich soll Franz Zacken nicht sagen, das ist eine Beleidigung. Ja. Ist Franzmann ohne Beleidigung? Ja. Franzosen machen gute, manchmal auch gute Filme. Ach, da fällt mir ein guter Film von den Franzen an. Ja. Keine Arme, keine Schokolade. Ja. Der Spruch von Ziemlich Beste Freunde. Und Taxi. Taxi 1, 2, 3 und Taxi 4. Da ist Frauchen nämlich ohne dran. Er muss ohne leiden, muss ohne gucken. Ja. Doch, musste. Ich möchte das. Ich habe Filme mit dir geguckt, jetzt guckst du Filme mit mir. Welche Filme hast du mit mir? Weiß ich nicht, welche Filme ich mit dir geguckt habe, aber ich habe... Keine. Doch. Du drückst mir immer deine auf. Ich drück dir nie meine auf. Doch. Ab und zu. Nee, fast immer. Fast immer? Nein, kann man so nicht sehen. So kann man das nicht sehen, Hase. Jo, aber jetzt kommen wir wirklich zu den Serien. Da haben wir Cloak and the Dagger gesehen. Das ist eine Marvel-Serie, die jetzt jeden Freitag kommt. Sie hat irgendwie helle Kräfte, er hat irgendwie dunkle Kräfte und also ganz habe ich noch nicht durchgeblickt und alle durch so eine Borf-Plattform, die kaputt gegangen ist und was das damit sich auf sich hat, klären sie jetzt gerade. Irgendwas mit Energie, soweit sind sie schon, irgendwas mit Energie hat zu tun. Also ist sehr geil, kann man echt empfehlen. Und selbst meine Frau guckt da denn mit und das will viel heißen, weil Luke Cage habe ich angefangen, aber Luke Cage kommen wir später noch dazu.
So, dann Preacher, Staffel 3 ist jetzt endlich bei Amazon. Kann ich euch empfehlen, ist jetzt schon Folge 4 oder 5 ist schon da. Ich weiß es nicht genau aus dem Kopf. Absolut geil. Ist genauso abgedreht wie vorher. Guckt da einfach mal rein. Also, wenn ihr die anderen noch nicht geguckt habt, guckt euch Preacher an. Absolut genial. Dann haben wir Grimm geguckt. Also nicht Brothers Grimm oder so. Grimm, die Serie. Mit Nick Burkhardt, mit dem Cop. Und zwar Staffel 6. Haben wir innerhalb von 2-3 Tagen, haben wir komplett die 6. Staffel durchgeguckt. Absolut geil. Das Ende ist auch richtig, richtig geil. Und ich denke mal, jetzt ist es wirklich auch so ein Ende, wo so ein Abschluss ist, wo wirklich nichts Neues kommt, wo jetzt Grimm die Serie fertig ist. Immer, für immer. Was sehr, sehr schade ist. Ich würde mir wünschen, dass da vielleicht noch was kommt. Aber der Abschluss ist wirklich gelungen. Der Abschluss ist geil, muss ich sagen. Muss ich wirklich gestehen. Also kann ich euch auch empfehlen. Dann haben wir angefangen, auf eine Empfehlung von euch Westworld zu gucken. Da, wie viele Folgen haben wir geguckt? 2? Westworld. 2 haben wir geguckt, oder Hase? Wisst ihr nicht? Nein. Ich glaube, 2 haben wir geguckt. Da sind wir auch gerade dabei, aber da sind wir jetzt auf Timeless erstmal gestoßen. Jetzt gucken wir erstmal Timeless zu Ende und dann machen wir Westworld weiter. Aber so an sich, vom ersten Kicken, war es schon interessant. Dann haben wir geguckt Undercover. Also haben es versucht. Also ich habe es versucht zu gucken. Und meiner Frau hat es nicht gefallen und hat gesagt, es ist scheiße gemacht, ist doof, ist Blödsinn. Ja, und dann habe ich es nach 10, 20 Minuten wieder ausgemacht, weil es ist nicht zu ertragen mit einer nervenden Frau, die dann immer sagt, scheiße, ist doof, ist langweilig, mach was Besseres drin. Und dann gucke ich das halt dann lieber alleine. Wollt sie auch nicht zu ihrem Glück zwingen. So, dann kommen wir jetzt zu Netflix. Bei Netflix habe ich nur einen Film geguckt. Und das ist dieses Set It Up. Das ist mit der von Elementaries. Wie heißt die? Die Watson. Wie heißt die Tussi? Hase. Ja? Wie heißt denn Watson mit Schauspielernamen? Was? Lucy Liu. Erst war meine Frau nicht begeistert von dem Film. Oh, Kitsch. Und dann fand sie doch ganz lustig. Und wir haben es komplett geguckt. Und kann man es empfehlen oder nicht? Mhm. Ja, man kann es empfehlen. Aber ich kann euch jetzt nicht so viel verraten. Also bei Netflix seht ihr schon eine. Also sie ist ein Chef und dann gibt es noch einen anderen Chef. Und die Angestellte von ihr und der Angestellte von ihm, die wollen sie dann verkuppeln, damit sie dann ein bisschen mehr Freizeit haben, weil die nur am Arbeiten sind. Das ist kurz und knapp und da passiert dann viel und da müsst ihr mal reingucken. So. Dann habe ich Black Lightning zu Ende geguckt. Da haben mir noch 1 oder 2 Folgen gefehlt. Ohne coole Serie. Ich warte schon auf Staffel 2. Ich hoffe, da kommt auch noch eine Staffel 2. Ja, das ist halt so ein Superheld. Der hat so Blitzkräfte und wenn kann ich euch nicht so viel verraten, was mit seiner Familie da und so ist, dann würde ich euch zu viel spoilern. Guckt da einfach mal rein. Auf Netflix ist gratis, logischerweise ist ja Netflix. Dann Timeless haben wir geguckt auf. Ich habe euch den Amazon-Link drin gemacht, weil da könnt ihr einen Trailer dazu gucken. Wir haben es aber geguckt auf Netflix, weil bei Netflix die erste Staffel gratis ist. Die zweite Staffel gibt es bei Amazon für Geld in Englisch. Ich weiß nicht, wann die zweite Staffel nach Deutschland kommt, aber heute werden wir, denke ich mal, mit der ersten Staffel fertig sein und dann geht's an Westworld weiter oder so. Müssen wir mal gucken. Six wurde mir auch von euch empfohlen bei Amazon. Da sind wir auch noch nicht zugekommen. Da werden wir auch noch die Tage mal einen Blick reinwerfen. Dann kam Anne with an E. War das richtig? Ja. Kam Staffel 2. Da haben wir ja schon Staffel 1 gesuchtet, wie bescheuert, Frauchen und ich. Und jetzt haben wir innerhalb von 2 Tagen oder so. 2 Tagen Staffel 2 komplett durchgeguckt. Waren 10 Folgen, Hase, oder wie viel? Ich weiß nicht mehr, 8 oder 9, 10 Folgen so in dem Dreh. Ja, die haben wir in 2 Tagen fertig geguckt. Absolut cool. Wir warten jetzt schon, also meine Frau ist schon beleidigt, dass jetzt schon zu Ende ist und sagt schon, oh, nochmal Anne. Und ich habe ja noch Anne auf DVD. Werden wir uns eine andere Anne angucken, was eigentlich das gleiche ist, aber mit anderen Schauspielern. Aber das Anne with an E, was auf Netflix ist, ist wirklich süß gemacht und echt toll. Und das werden wir auf jeden Fall weiter gucken, wenn da endlich Staffel 3 kommt. Wir mussten ja jetzt ewig warten, bis Staffel 2 kam. Jetzt hoffen wir, dass Staffel 3 kommt ein bisschen schneller. Dann haben wir geguckt,
Achso, ja, mache ich mal Marvel hier Luke Cage zuerst. Muss ich mal hier die Liste ein bisschen umkuddelmuddeln. So. Also Luke Cage Staffel 2 kam und da habe ich angefangen zu gucken. Musik, komm her. Und ja, Frau war nicht begeistert. Ich muss sagen, ich habe dann weitergeguckt, ohne sie, wo sie dann geschlafen hat oder so. Bin jetzt bei Folge 2 oder 3, aber ich finde es bis jetzt auch noch etwas lahm. Da war Staffel 1 mehr Action. Gut, am Anfang war ein bisschen was actionmäßig, wo sie dann versucht haben abzuknallen und so, mit dem neuen Bösewicht und so, aber es ist noch etwas lahm. Ich hoffe, dass sie noch nachholen, dass da noch ein bisschen Action rinkommt. Ja, ist ja gut, Mausi. So, dann haben wir geguckt, The Toys and Nada heißt es in Englisch. Bei uns heißt es übersetzt Spielzeug, das war unsere Kindheit. Und da haben wir ja schon Staffel 1 geguckt, Frauchen und ich, mit Turtles und was weiß ich, E-Man war auch mit bei und so. Und Barbie war auch mit bei und noch irgendwas. Ich weiß jetzt nicht was, aber noch was war mit bei. Ach, G.I. Joe. Und jetzt kam Staffel 2 mit Lego, Transformers, Hello Kitty und Star Trek. Ach, Star Wars war bei Staffel 1 auch mit bei. Und das haben wir uns jetzt angeguckt. Alle vier Folgen, also komplette Staffel 2, mit sind ja nur vier Folgen und eine Folge geht nur 45 Minuten. Ist schon erstaunlich, was man so findet, so was ihn so an die Kindheit erinnert. So bei Hello Kitty haben wir Bide geguckt und sie, ich hatte das in der 80er, 90er nicht bei mir. Ich hatte das nicht. Sagen sie doch. Nein, hatte ich nicht. Und dann haben sie dann gesagt, 2000 kam es dann irgendwie nach Deutschland irgendwie. Ja. Und da hat sie dann auch ein paar Produkte gesehen. Ja, das kenne ich noch. Aber hatte ich nie. Fand ich immer, Hello Kitty fand meine Frau immer komisch. War nicht ihr. Ja. Was? Puppen war auch nie so meine Frau, ihre Sache. Das war immer so. Eher Bauklötze und sowas. Bauklötze und sowas. Und Kuscheltiere. Ja, ich weiß. Ja, und Transformers habe ich auch viele wiedergefunden und auch viele gelernt, was ich vorher nicht wusste. Mit Soundwave und Megatron und was weiß ich. Also war sehr interessant. Kann ich auch echt nur empfehlen. Auch Lego fand ich auch sehr interessant, die Entstehung von Lego und wie das dann mit den Steinen gekommen ist. Und da sagen sie auch, wenn da irgendwo mal nicht Geld verdient wurde oder Minus war, wo sie Legoland verkaufen mussten und so. Und dass er bis zuletzt, dass Lego bis zuletzt in der Familienunternehmen war und so. Fand ich sehr interessant. Also, und erinnert eben echt viel an die Kindheit. Ja, meine Katze ist hier gerade. Ich glaube, die wird doch rollig, Hase. Ja. Das war zu Filmen und Serien. Mehr haben wir leider nicht geguckt. Wird demnächst wahrscheinlich mehr, weil der Umzug ist ja jetzt fertig. Der Bauch wächst. Frauchen kann sich dann nicht mehr so viel bewegen. Also werden wir dann halt was gucken, weil unterwegs sein kann sie nicht. Dann hat sie Wasser in der Beine, tun die Beine weh und dann soll sie lieber liegen bleiben. Und Kreislauf, wenn momentan ist sowieso heiß. Und dann gucken wir dann halt irgendwas Schönes. Also wird es wahrscheinlich denn demnächst mehr zu erzählen geben. Wenn ihr noch Fragen zu irgendeiner Serie habt, einfach in die Kommentare posten. Wenn ihr mir noch Serien oder Filme vorschlagen wollt, schlagt mir die gerne vor. Wir gucken die dann. Und dann, also ich gucke dann da gerne mal rein. Ich komme ja meistens nicht so schnell dazu, aber ich gucke mir das auf jeden Fall an. Und wir suchen halt immer noch händeringend irgendwas Schönes an Serien und an Filmen. Serien, die auch was länger gehen und so. Ja, und dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Ein Däumchen ist ein Träumchen. Vergesst nicht, die Bimmelglocke zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich wieder ein Video mache oder veröffentliche. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich, kostet kein Geld. Abo-Knopf ist hier unten irgendwo. Gleich taucht hier sowieso was alles auf und noch ein paar Vorschläge, was ihr gucken könnt. Ich bin dann jetzt mal weg. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.